In Deutschland herrscht der Notstand. Nein, diesmal ist es kein Virus und auch Russland ist nicht in Berlin einmarschiert. Noch. In Deutschland ist es zu heiß, in schillernd brennenden Farben werden uns aus den TV-Geräten Abend für Abend die Grafiken des Hitze-Armageddon gezeigt, die Angst vor der Sonne und dem Sommer tief in unsere Herzen projiziert. Wir werden verbrennen, verdursten, verglühen und wenn sich die medial verbreitete Prophezeiung von 42 Grad in Weimar dann doch nicht erfüllen lässt, dann sendet der Öffentlich-Rechtliche eben zur Abwechslung Horrornachrichten aus der Sahelzone. Denn irgendwo auf der Welt ist es heiß genug, damit man den Deutschen Angst und Panik in die Knochen impft. Denn Karl Klabauterbach, der bisherige virologische Horrorclown, sorgt sich nun um die körperliche Unversehrtheit der Deutschen im Sommer. Nicht um die körperliche Integrität von Frauen in Freibädern, auch nicht um die Sicherheit der deutschen Pensionistin im eigenen Haus. Nein, die Heißzeit kommt, vermeldet das fleischgewordene Megafon der Dummheit und des Untergangs, ausgerechnet aus seinem Sommersitz in der Toskana. Denn in Deutschland ist es der schrägen Figur zu kalt. Da muss die Sonne von Florenz das kalte Herzchen des Einzellers, des obersten Alarmisten erwärmen. Man könnte nun tatsächlich meinen, Karl Lauterbach ist wirklich ein Hitzeopfer. Oder glaubt eben den Schmarrn, den er verbreitet. Mitnichten. Dieser Herr bezieht seinen gesamten politischen Erfolg, sofern er überhaupt da ist, daraus, anderen einfach Angst zu machen. Und wenn gerade nicht die nie gekommene Horrormutation der armen Omi die Haxen wegreißen wird, wird es doch wenigstens der Sommer schaffen. Was ist das Ziel dahinter? Einerseits denkt man analog zum Erfolgsmodell Corona über Hitze-Lockdowns nach. Andererseits verfolgt man weiterhin die Agenda, die deutsche Wirtschaft zu vernichten. Mit jener Politik der Minderheit, die sich über die Mehrheit erhebt, die mit dem erhobenen Zeigefinger der Scheinmoral beginnt und mit der Faust der Unterdrückung endet. Einer neuen linken Politik, die in Zukunft den Menschen diktiert, was gut und böse ist, die Moral selbst relativ definiert, die Lebensweise autokratisch, diktatorisch, faschistoid verordnet. Wie wir zu heizen haben, was wir zu essen haben, wie wir uns fortbewegen, wann wir atmen dürfen, wie wir auf Urlaub fahren, reglementierend in alle Lebensbereiche tief eingreift. Im Windschatten des hysterisierten Klimawandels und unter Beitragstäterschaft der vertrottelten Asphaltkleber, der Klimaterroristen auf unseren Straßen, nichts anderes als die alte kommunistische Planwirtschaft einführen will. In Windeseile begeben wir uns in eine Klimadiktatur, in der der einzelne Mensch seine Freiheit nichts mehr gilt, sondern all unser Leben dem neuen heidnischen Naturgott geopfert werden muss. Heil Klima!